Show me the money, honey, Folge 140. Show me the money, honey.de. Yeah, Digital Money Maker Erfolgspodcast. Rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Kessler. Hallo, liebe Digital Money Maker und Erfolgsfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Show me the money, honey. Hallo und herzlich willkommen, liebe Digital Money Maker und Erfolgsfreunde, zu einer neuen Folge von Show Me the Money, Honey. Heute mit einem Interview, worauf ich mich lange richtig gefreut habe, mit diesmal zwei richtig geilen Typen, mit zwei Typen, die lange behind the scenes die geilsten Sachen gemacht haben und jetzt schon seit einer ganzen Weile wirklich Menschen zeigen, wie kann man denn wirklich Geld im Internet verdienen, wie kann man Affiliate Marketing für sich wirken lassen. Wie läuft das wirklich und warum funktioniert es für viele eben nicht? Was machen die anders? Zwei absolute Mega-Experten heute hier. Herzlich willkommen. Hi Tommy, hi Sven. So geil, dass ihr da seid. Ja Mensch, ich meine, viele wissen, wer ihr seid. Viele wissen ganz genau, was ihr macht. Andere wiederum haben von euch noch gar nichts gehört. Also gebt doch mal einen kurzen Überblick, wer seid ihr, was macht ihr und was können wir hier heute erwarten? Tommy, du darfst anfangen. Okay, also ja, was machen wir? Also Sven und ich sind seit Ewigkeiten im Online-Marketing. Also wir haben irgendwie vor 5 oder 6 Jahren beide angefangen und haben wirklich damals alles durchgemacht. Also Casino-Tricks, wo man immer verdoppeln sollen. Wir haben wirklich alles gemacht. Umfragen, egal was. Und wir haben so viele Dinge probiert, die halt einfach nicht funktioniert haben, aber haben es halt geschafft, weil wir halt dran geblieben sind, über die Jahre uns halt dann ein System aufzubauen, was halt funktioniert hat und was halt immer noch funktioniert im Affiliate-Marketing-Bereich. Das heißt, wir vertreiben Produkte von anderen und kriegen dafür eine Provision. Und nicht nur das haben wir halt gemacht, wir haben halt auch von vielen da draußen Produktlaunches begleitet im Dating-Bereich, im Fitness-Bereich, im Business-Bereich und haben mittlerweile gemeinsam über 56 digitale Produkte gelauncht, also wo wir begleitet haben. Und soweit dazu schon mal, was wir machen. Vielleicht kannst du dann das Ganze noch ergänzen. Ja, klar. Also einmal kurz für die Leute, die mich gar nicht kennen. Mein Name ist Sven Hansen. Ich bin dafür bekannt. Viele kennen mich darüber, dass ich extrem im Pay-Per-Click-Marketing sehr stark bin, was ja auch der Fall ist. Also ich habe über 1,2 Millionen oder sowas mittlerweile in Ads gesteckt, in Facebook, Google, YouTube Ads. Die an Ausgaben habe ich, also wie gesagt, locker über 1,2 Millionen Euro. Zusammen mit Tommy, die ganzen Affiliate-Projekte, die wir so machen, über 25 Stück, die da mittlerweile im Internet rumschwirren, die wir selber nicht mehr aktiv betreuen, sondern das wirklich passiv läuft. Oder es sind ein paar Leute, die noch pflegen und da was machen. Das bedeutet, das ist unser Hauptbusiness am Start gewesen früher, wo wir angefangen haben, Online-Marketing zu betreiben. Das heißt, wir haben uns eigentlich grundsätzlich nur damit beschäftigt, Affiliate-Marketing zu betreiben. Tommy und ich haben uns kennengelernt darüber, dass ich ein Video-Sales-Letter geschrieben habe im Bereich Fitness. Also ein Fitnessprodukt, was ich damals erstellen wollte. Das war meine ganz krasse Anfangszeit so. Da wusste ich noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Und Tommy hatte eine Seite, eine Affiliate-Seite, wo er Fitnessprodukte beworben hat. So, da hat Tommy mich angeschrieben und hat gesagt, hey, nee, es war gar nicht Tommy, es war sein damaliger Geschäftspartner. Der hat mich angeschrieben, hey, können wir ein Review machen über dein Fitnessprogramm und können wir das denn als Affiliate bewerben? Habe ich gesagt, zu der Zeit damals, ich gesagt, hey Jungs, hier, ich habe noch gar kein Produkt. Ich gesagt, wie seid ihr auf meine Seite gekommen? Das heißt, ich habe eine Seite ins Leben gerufen, die war online. Mein Video-Sales-Letter war online. Ich habe bis heute keine Ahnung, wo der Traffic herkam. Irgendwo hier kam Traffic. Auf einmal klingelt das in Digistore 2-3 Mal. Ding dong, ding dong, das Ding hat verkauft. Ne? Also ich konnte anscheinend was verkaufen darüber. Das war ganz krass. Aber ich sagte zu den Leuten, hey, Geld zurück, ich habe überhaupt kein Produkt. Da, so sind Tommy und ich, kein Witz, so sind Tommy und ich zusammengekommen. Dann haben wir halt viel, ich sagte, das ist ja cool, was ihr da so macht, was macht ihr da so genau? Dann habt ihr mir das erklärt. Ich habe gesagt, krass, also die haben sehr, sehr viel Suchmaschinenoptimierung gemacht. Bedeutet,
Die haben riesige Seiten aufgezogen und da Suchmaschinenoptimierung betrieben, um dann Traffic damit zu generieren und dann ja im Endeffekt da Provision zu kassieren über Affiliate-Produkte. So, das war deren Geschäftsmodell. Mein Geschäftsmodell war aber ganz anders. Ich war viel zu faul für das, was die gemacht haben. Das heißt, für mich war das viel zu viel Aufwand. Das war so brutal. Ich dachte, heftig, was ihr da macht und so. Respekt dafür. Haben auch echt gute Umsätze gemacht. Ich kann, hab da keinen Bock drauf. Ich möchte das mit Pay-Per-Click machen und so. Und habe viel rumprobiert mit Facebook-Ads damals. Ganz früh schon. Das ist jetzt wirklich 4,5, 5 Jahre her. Zu der Zeit haben noch gar nicht so viele Facebook-Ads und so geschalten. Das fing da gerade an. Und ich habe gesagt, gut, ich mache das so, ihr macht das so. Wir können doch eigentlich uns da mal ein bisschen zusammentun und verbinden, weil die hatte, Tommy hatte gar keine Ahnung von Pay-Per-Click, null. Wie kauft man Traffic ein? Und ich hatte gar keine Ahnung von SEO. Und es ist ja auch ganz oft so, dass die beiden Lager sich irgendwie nicht so gut abkönnen. Mhm. Du kennst das ja sicherlich, ne? Ja. Der Pay-Per-Click-Typ sagt, hey, kannst nicht skalieren, scheiße, was willst du mit SEO? Der SEO sagt, hey, ich bezahle doch nicht dafür, dass der Besuch auf meine Seite kommt. So, ne, das sind so zwei Argumente, die gegeneinander stehen und wir haben gesagt, hey, warum nicht einfach beides in eine Tonne drücken und mit beiden Sachen Affiliate-Marketing betreiben. So kamen wir halt dazu, Affiliate-Marketing zu betreiben mit zwei verschiedene Sachen. Ja, also wir haben den Traffic über YouTube, Google, SEO auf Seiten geholt, was wir auch immer noch machen. Da läuft extrem viel Traffic. Wir haben ziemlich, ziemlich große Seiten, wo halt teilweise 40.000, 50.000 Besucher im Monat draufkommen. Ja, damit kann man schon ziemlich viel anfangen, weil die kommen über Suchbegriffe, die wir wissen genau, wonach die suchen, wann, wie sie auf unsere Seiten kommen. Und ich habe halt auf diesen Seiten relativ schlau Remarketing betrieben. Bedeutet, ich habe die Besucher, die auf diesen Artikeln waren, angesprochen mit von uns eigenhändigen Webinaren meistens, wo wir über das Webinar ein Affiliate-Produkt verkauft haben. Das bedeutet, ne, wir machen dann kein Remarketing nur auf Affiliate-Links oder so, sondern wir machen eigengesprochene Webinare mit Pseudonym. Wir haben zum Beispiel im Abnehmbereich gibt es ein, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der ist Helmut mit Vornamen oder so. Carsten Schmidt. Es gibt einen Carsten Schmidt, so. Und dieses Webinar spricht Tommy. Das ist aber dahinter, also die Leute wissen halt nicht, dass es Tommy ist, sondern es ist Carsten Schmidt. Und es wird halt ein Projekt da verkauft unter einem anderen Namen. Das heißt, wir sind auch zu keinster Art und Weise mit den Affiliate-Projekten irgendwo mit irgendwie unseren Namen zu sehen. Mhm. Ja. Macht Sinn. Ja, so kam, weil das war das, was wir früher nicht wollten, ja. Dann halt hat sich's ergeben, wir haben sehr, sehr viel gelernt in allgemein Online-Marketing, Pay-Per-Click, wie gesagt, ich habe sehr viel Werbebudget verwaltet, bis zu 30.000 Euro im Monat ausgegeben. Tommy hat extrem, ich weiß nicht, wie viele Funnel gebaut mittlerweile für jeden Funnel. Wir haben Funnel neu erfunden. Alles. Also wirklich, wir haben mittlerweile... Wir testen auch immer neue Funnel aus. Also ein Funnel ist ein Verkaufsprozess, das ist quasi du mit dem Ziel quasi einen Webseitenbesucher in einen zahlenden Kunden zu verwandeln durch verschiedene Prozesse halt und durch verschiedene Seiten, wo du den Webseitenbesucher durchlenken musst. Und da haben wir wirklich in jedem Bereich unglaublich viele Sachen gemacht, unglaublich viele Prozesse gebaut. Das habe ich gemacht und Sven hat da ein bisschen Werbung draufgeschalten. Traffic draufgeschickt. Ja. Das zur kurzen Story, wie wir uns kennengelernt haben, was wir gemacht haben, was wir, ja. Ja, was die eigentlich lustige Geschichte war ja an dieser Stelle, wir hatten uns dann irgendwann mal persönlich gesehen und wir sind zwei komplett kreative Typen. Also Sven ist komplett kreativ, ich bin komplett kreativ. Wir labern den ganzen Tag nur und können kaum aufhören zu reden. Und so ist es halt passiert, dass wir halt nur über Online-Marketing gesprochen haben und wir haben halt irgendwelche verrückten Ideen in den Raum geschmissen und da gab's, also es gibt's immer noch, so ein medizinisches Gerät zur Verlängerung des besten Stückes des Mannes. Und dieses medizinische Gerät ist tatsächlich in der Apotheke erhältlich und wir haben gesehen, okay, man kann das als Affiliate promoten, also wenn man es verkauft, kriegt man $130 Provision. Und da hat Sven gesagt, hey, lass das mal verkaufen
über Porno-Webseiten. Das heißt, wir sind hingegangen. Macht irgendwie Sinn, liegt verdammt nahe. Ja, das heißt, wir sind hingegangen, haben ein Verkaufsvideo selbst erstellt, weil die Verkaufsseite von diesem Produkt war komplett, also gar nicht Conversion optimiert. Das heißt, Sven hat dann dieses Verkaufsvideo zur Vergrößerung des besten Stückes selbst eingesprochen, hat die Stimme runtergedreht, so dass er tiefer sich anhört. Und dann haben wir auf den Porno-Plattform Traffic geschalten, ja. Genau, über Traffic Chunky, das ist ein Anbieter, wo man dort Banner schalten kann auf verschiedenen Portalen. Und es war halt recht witzig, weil das halt so ein Banner war, wo halt immer größer wurde und dann stand eine Frau am Ende da, die dann halt so gemacht hat. Oh! Und da haben die Leute halt alle geklickt und sind dann auf ein Video gekommen, wo Sven mit tiefer, dunkler Stimme, also so eine Stimme wie Alex Fischer hat, falls ihn jemand kennt. Hallo, mein Name ist. Und ich zeige dir, wie du dein bestes Stück vergrößerst. Ja. Haben wir verkauft. So hat das Ganze angefangen. Sehr, sehr cool. Also ich glaube, da gibt es ja auch keine Grenzen. Ne? Du kannst aus jedem Bereich, gibt es irgendwelche Produkte, die man dann vermarkten kann. Wenn man das vermarkten kann, dann ist ja völlig egal, welches Produkt man vermarktet, richtig? Ja, absolut. Vollkommen egal. Ne? Also man muss, das Ding ist halt, gibt es Produkte, die gut sind, gute Provisionen abwerfen und aber einen scheiß Marketingprozess haben? Da machst du das Marketing selber wie wir. Das bedeutet, man macht ein eigenes Webinar, macht eine eigene Verkaufsseite, einen eigenen Salesletter, holt sich den Link vom Vendoren fürs Bestellformular, spricht das mit dem ab, dass man das so machen möchte und fragt den dann, hey, darf ich das von dir und sowas? Ich zeige dir auch die Seite und so, da sagen viele ja. Ne? Ist der Marketingprozess gut und der prozentuale Anteil und so stimmt und sowas und die Verkaufsseite stimmt, kann man halt direkt, ne? Kann man halt direkt darüber bewerben. Da braucht man gar nicht mehr selber machen. Das ist halt das Ding. Eigentlich kann man alles. Die Welt steht dann offen damit, weil wenn du selber weißt, wie es funktioniert, Marketing, Online-Marketing, dann kannst du alles verkaufen vom Prinzip her. Also du kriegst alles irgendwie an den Mann gebracht, wenn du weißt, wie. Das ist auch der Punkt, wo, glaube ich, viele halt einfach dran scheitern. Viele denken einfach zu engstirnig und sagen, okay, ich lerne jetzt, wie Affiliate-Marketing geht. Aber sie scheitern daran, weil sie denken, Affiliate-Marketing, also man kann dann nur Affiliate-Marketing. Du musst lernen, wie Marketing funktioniert, wie Online-Marketing funktioniert und dann kannst du theoretisch jedes Produkt verkaufen. Weil es ja eigentlich prinzipiell egal, ob ich das Produkt von jemand anderem verkaufe oder ob ich mein eigenes Produkt verkaufe oder ob ich online ein physisches Produkt verkaufe. Ein Infoprodukt, ein Coaching, es ist prinzipiell dann komplett egal. Wenn du verstanden hast, wie Marketing im Internet funktioniert, kannst du jedes Produkt verkaufen. Ja. Also im Prinzip ist Affiliate-Marketing der völlig falsche Begriff dazu, sondern man lernt online verkaufen. Ja. Ja. Und wenn man online verkaufen kann, dann ist es völlig egal, was man vor sich hat. Man kriegt es an den Mann, an die Frau. Genauso sieht es aus. Völlig egal. Eigentlich musst du ja nur zwei Sachen beherrschen. Du musst beherrschen, zu verkaufen, wie du sagtest. Und du musst beherrschen, wo finde ich jetzt diese Zielgruppe, die nach meinem Produkt oder Dienstleistung sucht oder wo hält die sich auf? Wo kann ich die einkaufen beziehungsweise mit Suchmaschinenoptimierung irgendwie auf meine Seite lenken? Das sind die einzigen zwei Dinge, die wirklich, also Conversion, konvertieren, Traffic schalten. Wenn du das beherrschst, vollkommen Latz. Es ist dein Produkt, es ist von anderen Produkten. Du kannst alles. Dir steht ja die Welt offen. Komplett egal. Ja. Ja. Habt ihr noch ein paar andere Beispiele, was ihr so verkauft habt, jetzt mal abgesehen von der Schwanzverlängerung? Und ich rede dabei nicht von Autos. So, was kann man noch machen? Was kann sich jemand, der jetzt zuhört und sagt jetzt, ey, das finde ich cool, was kann man denn noch so alles verkaufen? Also es gibt zum Beispiel was Tommy damals auch sehr groß gemacht hat, was ich zum Beispiel, das war zum Beispiel auch an den Abend rausgekommen, wo wir halt gesprochen haben, viele Ideen. Er hat Sachen gemacht, die ich nicht gemacht habe. Eine Sache war zum Beispiel, was er macht er heutzutage nicht mehr, was aber eigentlich noch funktioniert ist, er hat große Instagram-Kanäle aufgebaut,
Instagram-Profile und hat halt Zielgruppe Jugendliche gehabt. Es war so eine Witzseite sozusagen und die wurde groß aufgebaut. 100.000 Follower oder sowas nachher. Und es wurde halt ab und zu zwischendrin Spiele empfohlen. Sowas wie Candy Crush oder sowas. Okay. Bedeutet, du bekommst bei Candy Crush oder so, wenn die kostenlos das Ding downloaden, 1 bis 2 Euro. Das heißt, du verschenkst das Spiel, sagst, hey, das Spiel ist cool und du bekommst eine Affiliate-Provision, 1 bis 2 Euro. Das ist eine Sache, was man machen kann, um einfach mal den Horizont zu erweitern. Was wir halt auch noch machen, ist halt, also in Bereichen, ganz klar, Persönlichkeitsentwicklungsmarkt riesengroß, da kann man viel, da gibt es viele, viele Unternischen. Es gibt viel mit Hypnose Unternischen. Hypnose ist extrem geile Nische. Abnehmen, alles, was mit also allgemeiner Gesundheit zu tun hat. Das heißt eben dieses Penisverlängerung. Es geht aber auch um Abnehmen oder um ja Unternischen von Rückenschmerzen. Alles, was ja, Rückenschmerzen, Schmerzen genau. Verhindern. Super starke Nische. Dann Krankheiten. Die Unternischen der Nischen. Da kann man so viel machen, ne? Also wie zum Beispiel Abnehmen nach der Schwangerschaft. Da hast du eine ganz andere Zielgruppe als Leute, die zum Beispiel eingeben, schnell abnehmen. Ja, mhm. Abnehmen nach der Schwangerschaft sind Frauen, die schwanger waren. Das sind offensichtlich Frauen, ja. Ne? Das ja. Und ja, und ganz klar, man muss, das, ich sag's einfach immer wieder, es ist einfach so, also die Porno-Nische an sich, da gibt es so viel und es ist mit Abstand die brutalste Nische. Mit Abstand. Und das ist auch wirklich so, dass in der Porno-Branche, Nische, dass es so ist, dass du so krasse Provisionssätze bekommst, das bekommst du nirgendwo anders. Und noch eine Sache, die haben mit Abstand die besten Affiliate-Programme. Okay. Also, die haben so krasse Landingpage, so gut optimierte Sachen, die wissen ganz genau, was Online-Marketing bedeutet. Und das Krasse ist, auch in dem Bereich kriegt man eigenen, wie soll ich sagen, Affiliate-Manager an die Hand. Das heißt, wenn du da, also wenn du Affiliate bist und machst deinen ersten Umsatz, wirst du dort angerufen von deinem persönlichen Betreuer, der dir quasi alles gibt, damit du noch mehr Umsatz machen kannst. Ja, ja. Okay, sehr cool. Und du hast halt eine Sache noch, Lead-Provision. Boah, Mann, für ein Lead, du kriegst für ein Lead $18. In teilweise. Und das ist Lead halt. Ist ein Datensatz. Lead heißt, der Kunde gibt nur seine Daten ein, kauft noch nichts. Er macht einen kostenlosen Account, zum Beispiel irgendwo. So, er erstellt sich einen kostenlosen Account bei zum Beispiel einem Videoportal. Dann bekommst du, er wird geprüft, okay, hat er jetzt seinen kostenlosen Account gemacht und sowas. Und dann kriegst du deine $18 für einen kostenlosen Account, den er erstellt hat, weil die im Backend genau wissen, okay, was verdienen wir im Durchschnitt mit einem User und rechnen sich das aus, was können wir rausgeben an die Affiliates, was die motiviert, uns zu bewerben. Ganz einfach. Sehr cool. Also gerade der Bereich ist halt super interessant, Lead-Provision, weil es unterschätzen halt viele, aber halt auch, es muss ja nicht im Erotikbereich sein, es kann ja auch hier, wie eben Sven gesagt hat, im App-Bereich, wenn du halt eine kostenlose App empfiehlst wie Candy Crush und kriegst da 3 bis 5 Euro, für das, dass es jemand downloadet, da musst du halt nur viele Leute draufbringen. Fertig. Wenn jetzt jemand hier zuhört und der sagt, ey, das klingt cool, so kostenlose Apps empfehlen, das ist eine feine Sache, würde ich auch machen. Wo findet ihr denn die Partnerprogramme? Für Apps gibt es ein Programm, das heißt SharePop, also wie Share teilen. Die haben jetzt einen neuen Namen bekommen, also unter SharePop findet ihr es noch. Die heißen jetzt irgendwie ich bin Influencer oder so. Ja, also wirklich so ist der Name. Wenn du eigentlich bei Google findest du das, ne? Genau. Oder halt nach CPA Offers. CPA Leads heißt, glaube ich, das Partnerprogramm. Da findest du halt ganz viele von diesen Programmen, wo du halt eine Lead-Provision kriegst. Ja. Das sind halt so die Lead-Sachen. Dann gibt es halt aber, ne, ich meine, Erotikbereich, da gibt es unendlich viele, da braucht man gar nicht anfangen, wie viel es da gibt, aber wenn man so allgemein Adcell, großes Programm, wo man viel findet, auch viel im Erotikbereich, dann ganz klar, die für digitale Produkte gibt es halt Digistore und Affiliate Bank oder Affiliate Con, ne, wie es heißt, dann Affiliate Bank auch, heißt das? Affiliate Con heißt es jetzt. Ja, und wie heißt denn das amerikanische noch? Da sind wir Clickbank. Clickbank, genau. Clickbank, das für
für Digitale so eigentlich so die besten Marktplätze, wo man gucken kann. Dann Zanox gibt es und Affiliate. Heißt jetzt Arvin. Zanox heißt Arvin, jetzt ja genau. Arvin und Affiliate so. Ne? Das sind so die... Affiliate gibt es auch nicht mehr, ist jetzt auch bei Arvin. Ach, die haben komplett zusammengeschmissen, da? Ja, genau. Ja. Guck mal, das sind zum Beispiel Sachen, ich weiß das nicht mal, weil ich nicht mehr derjenige bin, der die Affiliate-Programme daraus sucht. Und wenn jetzt jemand zuhört, sagt, das ist total cool, der hat sich jetzt da was rausgesucht mit Zielgruppe X. Was ist also eure Strategie? Wie bewirbt er das dann und wo am besten? Ja, also es gibt verschiedene Strategien. Wir lehren, auch was wir so lehren und sowas ist, es gibt kostenlose Strategien. Mhm. Da muss dir klar sein, dass ein Zeitaufwand dafür vonnöten ist. Das heißt, es gibt immer zwei Variablen, Zeit und Geld. Diese beiden Variablen hast du. Das bedeutet, entweder du willst was kostenlos machen, da musst du mehr Zeit einsetzen, oder du willst etwas schnell erreichen, da musst du aber mehr Geld einsetzen. Und das ist so. Und du musst auch Geld verbrennen. So, das sind die beiden Variablen. Was wir lehren, ist zwei verschiedene Sachen, kostenlos und kostenpflichtige Strategien. Es gibt mehrere. Ich könnte jetzt zig aufzählen. Ich sag aber die am längsten hält, die eigentlich dir immer passiv Geldstrom irgendwie bringen wird. Weil das ist eigentlich das, was am längsten hält. Das ist halt wirklich, dass du dir eine Webseite aufbaust, eine vernünftige Recherche machst. Eine vernünftige Recherche. Das bedeutet, du findest Keywords, die wirklich knallen, wo du wirklich schnell auch nach oben kommst, wo es gute Partnerprogramme gibt. Diese Keywords schreibst du alle raus. Du baust eine Webseite dafür auf und du baust... In einer Nische, halt ganz, ganz wichtig. Das ist genau, ja, bau nicht eine Webseite auf, schnell abnehmen. Da gibt es viel zu viel Konkurrenz. Ja, es genau. Gibt so viele Unternischen und es ist auch das, was viele mal denken, jede Nische wäre schon besetzt. Niemals. Täglich. Hast du ein Beispiel für eine Unternische, was du damit meinst? Zum Beispiel holen wir mal beim Abnehmen. Der Abnehmen ist ja der Markt. Mhm. Genau wie es den Markt gibt von Markt ist zum Beispiel auch Dating ist ein Markt. Aber eine Unternische im Abnehmen ist zum Beispiel Paleo-Diät. Keine Ahnung, was das ist, habe ich aber schon tausendmal gehört. Oder ketogene Diät, wo wir auch ein Projekt drin haben. Und das heißt, Abnehmen ist der Markt, die Nische wäre die ketogene Diät. Im Dating wäre es zum Beispiel, Dating ist der Markt. Die Unternische ist dann erstmal Dating für Frauen, Dating für Männer. So, und dann geht es ja noch viel tiefer. Da könntest du ja sogar sagen, hey, Dating für alleinerziehende Männer. Ja, oder Dating für Witwen, für jemanden, der seinen Partner verloren hat. Oder Dating für was weiß ich was. Also es gibt halt, je tiefer und detaillierter du reingehst, desto weniger Konkurrenz hast du, aber desto einfacher ist es dann halt für dich. Das Ding ist halt, ein Ami, dem ich viel gefolgt bin, früher und viel von ihm gelernt hat, der hat immer gesagt, the riches are in the niches, also die Reichen sind in den Nischen. Und das ist halt einfach so, weil da ist es halt einfach. Da ist es einfach, Ergebnisse zu erzielen, weil es keine Konkurrenz gibt. Ja. Und dann halt diese Nischen zu finden, diese Nischen-Webseiten, das werden Artikel geschrieben und was krass unterschätzt wird, ist halt dazu einen kleinen YouTube-Channel aufzubauen. Also auch YouTube-Videos, die musst du nicht mal selber drehen, die kannst du entweder drehen lassen, für schmales Geld bei irgendwelchen Plattformen wie Fiverr oder so, oder es gibt halt auch diese Creative Commons-Videos bei Facebook, bei YouTube, da kannst du einstellen, Creative Commons, das sind Videos, die du verwenden darfst. Das heißt, du suchst mal nach deinen Suchbegriffen, kannst dir diese Videos runterladen und die darfst du verwenden. Okay. So. Masterbeschreibung und sonstiges, das sind aber Sachen. Genau, vielleicht da mal eine kurze, knappe Strategie, die jeder nutzen kann. So, was immer beliebt ist, sind zum Beispiel, wenn jemand irgendwie eine Roomtour macht oder sein Gaming-Setup oder sein Schreibtisch-Setup zeigt oder Angel-Setup, das beste Angel-Set und so weiter. Wenn du da jetzt auf YouTube gehst und gibst zum Beispiel ein, die Top 10 krassesten Gaming-Setups. So, und dann kriegst du da zig Videos, die unheimlich viele Views haben, die richtig viral gehen, weil viele Leute das einfach gerne gucken. Und jetzt gehst du hin und machst einfach ein Top 10-Video. Du holst dir alle die raus, das Filmmaterial von denen, und sagst dann Top 10 der krassesten
Schreibtisch-Setups, Gaming-Setups, Gaming-Rooms, Angelsets etc., schneidest das zusammen und kommentierst es einfach mit deiner Stimme kurz. Platz 1, belegt, bla 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 bla, von bla 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 bla. Und dann schreibst du natürlich auch die Originalvideos noch mit in die Beschreibung rein. Genau. Und dann kannst du hingehen und kannst sagen, okay, Monitor XY findest du auf Amazon, Monitor bla bla bla, Gaming-Controller findest du hier oder Angelset findest du hier. Und das kannst du unendlich machen in jeder Nische, ohne dass du selbst Content wirklich erstellen musst. Und wenn du jetzt richtig intelligent bist, dann gehst du sogar zu den Leuten, worüber du die Videos gemacht hast und sagst, hey, du bist bei mir auf Platz 1, ich habe mal die 10 geilsten Gaming-Zimmer oder sowas rausgeholt oder sowas. Vielleicht kannst du mich ja auch bei dir verlinken oder sonstiges. Dass du bei mir der Platz 1 bist, weißt du? Dann manche gehen darauf ein, manche sagen, hey, fick dich so ungefähr. Aber es gibt Leute, die sagen, hey, warum nicht? So, ne? Und dann, das ist so eine eigentlich schon kostenlose Strategie, ne? Komplett kostenlos. Das ist eigentlich kostenlos. Da musst du eigentlich nichts für zahlen, so. Das kann ja jeder machen, ne? YouTube-Downloader zieht sich die Videos runter, schneidet es mit einem ganz einfachen Programm zusammen, quatscht ein bisschen drüber, natürlich ein bisschen drüber quatschen, sollte schon Inhalt haben, sollte schon sinnvoll sein. Und schon kannst du das auf YouTube stellen und wenn du das halt nicht nur einmal machst, sondern sage ich mal, was weiß ich, die nächsten 100 Tage machst du jeden Tag eins. Da kann da schon ganz schön was passieren. Und das ist halt das Ding, weil jedes Video ist quasi wie eine eigene Immobilie. Das Video ist 24 Stunden für dich online, 7 Tage die Woche, den ganzen Monat lang, das ganze Jahr lang und generiert für dich Views, was bedeutet, da sitzt ein echter Mensch und guckt sich das an. Und da musst du halt einfach nur clever sein und dann halt in die Videobeschreibung deine Affiliate-Links reinpacken. Genau. Und du musst halt so clever sein, dass du die richtigen Tags verwendest, das heißt die richtigen Keywords in den Tags, um halt auch irgendwo gefunden zu werden. Ja, genau. Und sinnvoll wäre es natürlich am Ende des Videos zu sagen, ey, und wenn ihr dieselbe Ausstattung haben wollt, wie die Leute in dem Top 10, findet ihr die Links in der Beschreibung. Genau. Und das kannst du ja in jeder Nische machen. Das kannst du im Gaming-Bereich machen, Angel, Survival, die besten Survival-Kits. Du kannst sagen, die besten Autoreifen, Winterreifen, was weiß ich was. Und egal was, und kannst dann deine Affiliate-Links reinpacken. Kannst sagen, die Top 10 findest du hier. Ja. Du kannst ja auch, ich will ein Beispiel nennen, wo wir gerade bei Autoreifen waren. Du suchst ja auch große Channel raus, wie zum Beispiel Grip oder so, das Automoto-Magazin. Machst ein geiles Video dazu, zu so einem zum Beispiel Autoreifentest oder sowas. Und setzt diese Sachen mit in die Tags. Das heißt, die großen Channel, die setzt du in deine Tags. Mhm. Autobild. Was auch immer es da gibt. Weil das heißt, wenn jetzt Leute danach suchen und sich Videos angucken, kann es halt sein, dass du dann so auf der rechten Seite oder unten in diesen vorgeschlagenen Videos drinne vorkommst. Und dann kommt halt der Traffic, von denen kannst du halt nutzen. Ja, was mir gerade kommt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, so als Idee auch Bücher in einer gewissen Nische. Was weiß ich, die Top 3 Motivationsbücher, die Top 3 Schwangerschaftsbücher, Babyschlafbücher. Und dann sagst du einfach, ey, ich habe das und das im Buch und der beste Tipp aus dem Buch war das und das. Und dann habe ich das Buch, der beste Tipp daraus war das und das. Und dann packst du in die Beschreibung einfach die Links zu den Büchern. Ja funktioniert absolut. Ganz wunderbar. Über Amazon und dann kauft jemand das Buch, weil er es cool findet, weil du gesagt hast, dass der Tipp drin und du kriegst auf das Buch, was der kauft, ein paar Prozent Provision. Ja, und das Geile ist ja, wollte Tommy wahrscheinlich jetzt auch sagen. Guck, jetzt haben wir genau die gleichen Gedanken. Du kriegst ja nicht nur für das Buch Provision. Amazon speichert ja deinen Pixel und wenn jetzt jemand hingeht und kauft an dem Tag ein Auto, plus er kauft einen Kühlschrank für 5.000 Euro bei Amazon, dann kriegst du die Provision dort auch. Und das ist das Geile. Aber das ist jetzt halt nur bei Amazon so. Das wollte ich jetzt so sagen, weil dein Beispiel jetzt Amazon war, habe ich jetzt einfach reingeschmissen. Das ist das Geile da dran. Das Schlechte an Amazon und das ist, also bei mir überwiegt immer auch gerade bei Amazon, ich bin sehr empfindlich mit diesen Amazon-Nischenseiten. Ich halte da nicht viel von, weil mir die Provision halt zu gering ist. Ja, die machen noch 15% oder? Nee, nicht mal, ne? Nein, nicht mal. Zwischen 1-10%, je nachdem, welche Kategorie. Das ist schon. Okay. Da musst du so viel, das läppert sich halt, ne? Es gibt halt viel geilere Shops, viel geilere Partnerprogramme. Und da sollte man halt auch vorher gucken, okay, was gibt's, was ist gut und was kann ich nehmen.
Amazon ist das Coole, was ich sagte, dass die auch, egal was die kaufen, du kriegst Provision. Das Schlechte ist, der allgemeine Provisionssatz ist sehr gering. Hm. Ja, stimmt. Nee, 15% war das, was du als Verkäufer an Amazon zahlst, an deinen Artikel. Und die müssen dann, geben dir dann halt einen Share davon weiter. Ja. Der den Traffic dahin gebracht hat, klar. Ja, ihr Lieben, das war Teil 1 von diesem unglaublich geilen Interview mit dem Sven und dem Tommy. Wahnsinnsinfo. Weiter geht's im zweiten Teil. Lad dir die nächste Folge runter und hör den nächsten Teil mit noch mehr geilen Tipps, mit noch mehr coolen Dingen. Wenn du mehr erfahren willst über Sven und Tommy und über das, was sie machen, wie sie es machen und wie sie es dir zeigen können, wie du das Gleiche tust, dann geh auf showmethemoneyhoney.de/Sondertraining. Da findest du alle Informationen, wie genau die Jungs das machen, wie sie es dir zeigen können, dass du es auch machen kannst, 1:1 zum Nachmachen. Du findest dort alles. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Erfolg und geh jetzt auf www.showmethemoneyhoney.de/Sondertraining. Da wirst du noch viel mehr erfahren über die beiden Jungs. Wünsche dir viel Spaß dabei. Ich wünsche dir wie immer ein richtig geiles Leben mit richtig viel Kohle, mit viel Spaß, mit viel Gesundheit, mit jeder Menge Fun. Wünsche dir alles Gute. Wir hören uns, wenn es wieder heißt Show Me The Money Honey, und auf zur nächsten Folge. Wir hören uns. showmethemoneyhoney.de. Digital Money Maker Erfolgspodcast. Rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Tesla.